Das hat mich gestützt, das Kissen. Mein Po saß da zur Hälfte drauf und du nimmst es einfach weg. Das könnte zu meinem Outfit gehören. Mein Po-Kissen. Das möchte ich nicht mehr haben. Ich habe ein Knotenkissen. Wir haben uns wieder feierlich versammelt. Du hast vergessen, Hallo zu sagen. Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch und es gibt mal wieder eine Challenge. Du darfst nicht wow sagen. Unsere liebste Challenge auf dieser Erde. Die uns immer ziemlich schwer fällt, weil wir sind halt leicht zu begeisternde Menschen. Wir sagen halt einfach so 13 Mal am Tag wow. Wow. What? Und alle anderen begeisternden Laute zählen ebenfalls dazu, deswegen müssen wir emotionslos bleiben. Denn heute ist es absolut verboten, wow zu sagen. Für uns und für euch. Gefängnisstrafe droht. Oh mein Gott. Ihr dürft immer mitspielen, also einfach zugucken und mitzählen, wie oft ihr wow gesagt habt. Und dann ehrlich in die Comments schreiben, ob ihr es geschafft habt. 3, 2, 1, play! Das ist ja eine Achterbahn mitten im Berg oder wie oder was? Eine Achterbahn des Todes. Und, würdest du dich trauen? Ich würde mal fragen, wann der letzte TÜV gemacht wurde, aber sonst würde ich aufsteigen, ja? Hä, am Schöckel gibt es die Hexenbahn oder so heißt die. Die ist auch lustig. Okay. Wenn ich darüber nachdenke, was ich essen soll, dann fällt mir ein, dass meine Eltern ein Restaurant haben. Na, und dann gehe ich natürlich einfach die Treppen nach unten, hole mir die beste Pizza überhaupt und feiere mein Leben. Das Leben ist manchmal unfair, oder? Ja, für uns schon. Wir haben es nicht. Das ist traurig. Das finde ich traurig. Und diese Pizza ist so gut. Ach. Irgendwie haben wir auch schon viel zu lange keine Pizza mehr gegessen. Wann haben wir das letzte Mal Pizza bestellt? Wir sind hier gerade mitten im Nirgendwo am Rosenhof. Hier kann man nicht bestellen. Ja, wenn wir eine Pizza haben wollen, muss man erstmal losfahren und die irgendwo holen. Oh, was ist ihr DIY-Projekt? Das sieht ja voll niedlich aus. Ein Teppich. Süß. Aber was war das für ein Ding, wo sie das gemacht hat? Man darf das überhaupt nicht sagen. Niedlich, süß. Okay, kurz pausiert. Neustart. Das war nur Übung. Kennt ihr das, wenn man so ein neues Spiel lernt? Und dann ist man richtig schlecht in der ersten Runde und sagt man, das war nur Übung. Es zählt doch nicht. Wir fangen neu an. Also ich mache das immer so. Ist das eine mini kleine Waschmaschine für einen Beautyblender? Schminkschwamm? Sind die verrückt? Ist das was, was ich auch in meinem Leben brauche? Ist es batteriebetrieben oder hat es eine Steckdose? Aber die hat Duftperlen reingemacht, dann Wasser und dann noch Waschmittel. Ja. Die hat ihr Leben im Griff. Die hat sogar Waschmaschine für ihre Schminke. Und wird der echt sauber? Sucht sie noch ein Programm aus. Es ist sogar eine Markenwaschmaschine. No way. Das ist ein Trockner. Ist doch verrückt. Hey, die muss aber aufpassen, dass der Schwamm nicht eingeht. Ist das ein Trockner? Wieso sollte man den eigentlich trocknen? Eigentlich muss man den ja immer so in feucht. Ja, antrocknen. Also entweder sie ist verrückt oder... Sie ist verrückt. Ich glaube, ich möchte es auch haben eigentlich. Wahrscheinlich ist er jetzt besonders fluffig von dem Trockner. Eine Wasserrutsche ins Meer oder wie oder was? Das sieht nach Spaß aus. Ich liebe Wasserrutschen. Wo gibt's denn sowas? Ich würde mal sagen, auf den Malediven. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal auf einer Wasserrutsche war. Wir müssen mal in einen Wasserrutschenpark gehen. Ich liebe Wasserrutschen. Das ist eigentlich gleich cool wie Achterbahn. Ich könnte mich nicht entscheiden. Das sieht nach einem Fotoshooting aus. Wolkig? Ich will unbedingt das Ergebnis sehen. Richtig cool. Nichts gesagt. Also aus meinem Mund kam gerade gar nichts. Aber es sieht aus wie ein Gemälde. Sie hat eine Herzwolke in der Hand. Und sie kuschelt mit den Wolken. Schon? Das ist eine Wort, das ich nicht sagen darf. Womöglich eine gewisse Fehlkonstruktion. Aber vielleicht ist der Platz dann günstiger. Viel günstiger, weil man kann nicht bequem sitzen und man sieht auch nichts. Luftballon-Fingernägel. Sollen das Luftballons oder Kaugummiblasen darstellen? Das sieht schon ganz schön cute aus. Oh, vielleicht von der Ballerina oder so. Sie muss nur aufpassen, weil die Nägel sind so spitz, dass sie mit der Seite hier diese Luftballons zum Platzen bringen könnte. Vielleicht kann man nachpumpen. Wo sind wir denn hier? Running Sushi. Running Ramen. Was? Fischt sie gerade Nudeln aus einem Bambusrohr? Keine Ahnung. Sie sitzt am Wasserfall. Wie schön ist das denn? Ich will auch in dieses Restaurant. Und jetzt tunkt sie das ein und isst das. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich sag das doch. Running Ramen. Ist das ein Einkaufscenter oder so? Da oben sitzen ja noch mehr Leute. Das war gar kein echter Wasserfall. Das ist alles fake. Ach, der Wolf Cut. Das ist so dieser Haarschnitt halt. Habe ich noch nie gehört. Hä, hey, so hast du dir auch schon mal die Haare geschnitten? Oder nein, deine Mama hat sie dir so geschnitten. Ja, und das ist nicht schön geworden. Sie lacht nur, weil sie sehr aufgeregt ist und nicht weinen möchte. Ich sehe das. Und jetzt? Ja. Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Aber sie war ein bisschen unsicher. Sie hat einfach 1 Million Mal durch ihre Haare gestrichen. Oh, sie zeigt uns ihr Haus. Ist hinter einer rosa Wand etwa ihre Küche versteckt? Das ist ja voll stressig. Aber warum macht sie die zu? Ach, wenn sie nicht abwaschen will. Weiß Bescheid. Andere Frage, ist sie besonders klein oder sind diese Türen riesengroß? Und hat sie auch noch einen Lift bei sich zu Hause? Und das ist bestimmt die Tür zum Wohnzimmer. Was zeigt sie uns noch?
Das kann zu echtem Glas und zu Milchglas werden. Aber warum ist das alles so special? Sie hat vielleicht so viele geheime Räume, die ihre Gäste nicht sehen dürfen. Deswegen macht sie dann so Küche schließen. Vielleicht, weil sie so unordentlich ist. Ja. Dann kann sie immer so, oh, das ist zu unordentlich, mach Milchglas an. Dann sieht's keiner. Code Milchglas. Ja, eingegeben, programmiert, aktiviert. Mini-Wassermelone? Oder eine runde Gurke. Jetzt habe ich es gesagt, aber ich stehe dazu. Ich stehe dazu, es hat sich gelohnt. Wo gibt es so süße Mini-Wassermelone? Ich will eine. Aber davon wird man nicht satt. Da isst man dann so drei und dann kann man diese auslaufen. Das ist so ein Löffel wie eine Kiwi. Lifehacks. Oh, mit einem Laser wird hier gegen den Lichtschalter und dann schaltet der Hund das aus. Weil der Hund denkt, er ist eine Katze und jagt den Laser. Wieso haben wir nochmal so kleine Hunde? Die können halt gar nichts. Die können nicht mal die Zeitung bringen, weil die Zeitung zu schwer ist für unsere Hunde. Kann man auch beliebig machen mit einem Fernseher. Vielleicht auch mit der Kaffeemaschine, wenn vorher schon Wasser eingefüllt ist. Ja, aber vielleicht zerstört es dann auch einfach. Ein Miniaturhaus. Das ist bestimmt für die Maus. Da ist ein echter Fernseher drin. Aber wo ist die Maus? Welche Maus? Nee, das war ja wie so ein Mauseloch am Boden. Das ist ein Puppenhaus. Ich glaube, da wohnt eine Maus drin. Da wohnt keine Maus drin. Oh, lecker, das sind karamellisierte Popcorn. Mmh. Und sie will nicht teilen. Und deshalb schüttet sie es jetzt in ihre Kapuze, weil sie sollte ihre Sitznachbarin da nicht reinfassen. Das frage ich mich auch. Also ich würde es auch sehr gemütlich finden. Hier einfach so. Den Trick kannte ich schon, der beeindruckt mich nicht mehr. Das Coolste ist eigentlich, dass man keine Hände mehr macht und so essen kann. Du würdest wahrscheinlich ersticken an dem Popcorn. Hey, das ist voll Nackenmuskeltraining. Bio, würde ich mal sagen. Na, Lust auf McDonald's? Es gibt Apfelpommes und Apfelburger. Mit Bananenscheiben und Weintrauben. Hä? Obst ist auch lecker. Mach jetzt mal Obst nicht so runter. Ich liebe Obst, aber ich liebe auch Burger. Und Pommes. Es wäre schon eine Enttäuschung, wenn du sagst, hey, heute gibt's Mc's. Hier, selbst gemacht. Könnte man nicht Pommes und Burger essen und danach einen Apfel und eine Banane? In Apfel- und Bananenform. Hey, was machen die denn da? Schaukeln? Oder die fahren gleich los, wie so ein Flying Fox. Oder sie sitzen da einfach nur rum. Wem winken sie? Das ist mal eine Schaukel. Sind die nach unten? Oh mein Gott, wie kommen die da wieder runter? Da war noch so ein mini kleiner Punkt, wo sie dann noch immer geflogen sind. Das möchte ich nicht machen. Vor allem, ich habe jetzt schon Schreck bekommen von diesem Startmoment. Wie schlimm muss der Startmoment sein, wenn du da wirklich sitzt? Ich würde sagen, Entschuldigung, habt ihr eine Windel da? Ja, sicher ist sicher. Ist das wieder irgend so ein super special Haus? Das ist ein Pool. Hä? Aber es ist nur ein Kinderbecken. Was? Das war ja nur so wenig und die haben sich reingelegt und dann kam Wasser. Das ist vielleicht eine Schnelldusche. Da kann man sich einmal wenden und fertig. Die Schnelldusche. Das dauert länger, als wenn du einmal die Badewanne anlässt mit Wasser. Hm. Und dann nochmal ein Kleinformat. Was ist das? Ah, ich verstehe nicht, was soll denn das bringen? Vielleicht sind die so reich und haben so viele Pools, dass sie halt wirklich so ein Kinderbecken noch haben und so ein Fußbecken. Und irgendwo haben sie auch so ein Taucherbecken, so ein großes, tiefes. Das ist sogar beleuchtet. Schön. Voll unnötig. Na, ich tue gern meine Füße ins Wasser halten. Außerdem spart man so Wasser. Ein Pool braucht viel mehr Wasser als nur so ein Fußpool. Ah, du kannst auch eine Schüssel nehmen für deine Füße. Du kannst auch in der Badewanne schwimmen gehen. Gender Reveal! Ich bin der größte Fan von Chandler Wheels. Und, was passiert? Cool. Ist der Ball explodiert? Nein, ich glaube, es war so eine Rauchbombe im Korb. Und wenn er einen Korb macht, dann explodiert die Rauchbombe. Und es ist ein Boy. Und alle freuen sich. So ein Gender Reveal wäre doch eigentlich viel spannender, wenn es 5 Auswahlmöglichkeiten gäbe. Ja, aber gibt's halt leider nicht. Was macht er? Füße hochlegen und Socken aufreißen? Also kein Kommentar. Na, Lady, in welchem Stock möchten Sie? Irgendwie sieht es falsch aus. Es sieht so ein bisschen aus, als wären gewisse Stockwerke geschlossen worden. Und deswegen haben sie den Knopf im Nachhinein entfernt. So richtig gruselig. Aber guck mal, unter der 46 ist eine 42, eine 38, ist eine 34, 30, 26. Aber es gibt ja auch zwei 38 und zwei 46. Oder gibt es vielleicht zwei Ausgänge, rechts und links? Könnte womöglich kompliziert werden. Das sieht aus wie in so einem Horrorhotel. Das ist egal, wo du klickst. Du landest in der Hölle. Das bin ich einmal im Monat, wenn mir einfällt, dass es in meiner Wohnung einen Dschungelspielplatz gibt. Also in ihrem Wohngebäude. Ernsthaft? Das gibt's da? Ich hätte trotzdem lieber die Pizzeria direkt drunter. Oh, böse Katze. Sie weiß genau, was gleich kommt. Ist da Wasser drin? Hoffentlich. Oder eine Zitrone oder so. Oh, der erste Schuss. Das findet sie nicht okay. Aber also, es ist ihr auch irgendwie ziemlich egal. Es ist halt cool, oben zu sitzen. Es ist ihr total egal. Die Erziehungsmethode funktioniert einfach gar nicht. Wahrscheinlich ist sie schon ab
abgehärtet. Dieser Typ stoppt mitten auf der Straße. Oh oh, fangen wir zum Streiten an. Und dann passiert etwas Unerwartetes. Was denn, was denn, was denn? Oh, wie nett ist das denn? Der hat da gerade die Motorhaube zugemacht. Nett oder creepy? Hey, voll nett. Ja, schon nett, aber wie hat der das gesehen? Und der, das ist wahrscheinlich, das ist so ein Perfektionist, der sowas nicht angucken kann. Das ist wie wenn jemand nicht angucken kann, wenn irgendwas verkehrt rumsteht oder so. Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss das kurz hier richten. Tück. Und jetzt kann alle in Ruhe weiterfahren. Ist es etwa ein Gender Reveal? Oh, das ist ja richtig cool. Das ist ein Zauber-Gender Reveal. Sie sind sogar als Elfe und Hexenmeister verkleidet. Das will ich auch. Aber wie geht das? Baby is coming. Na, die haben halt beide so eine Flüssigkeit, wahrscheinlich Wasser. Und das Ei ist halt so ein Zauberei. Wenn man Wasser drauf macht, kommt eine Farbe. Das ist so ähnlich wie bei Barbie-Puppen. Der kann man ja auch im Wasser verfärben, sich die Haare von denen. Wir können ein Barbie-Gender Reveal machen. Und? Und? Was ist das? Eine Wasserflasche. Oh, eine gefrorene? Ich glaube, das war normales Wasser, aber das ist so kalt, wo der gerade ist. In der Luft friert. Oh, es gibt Gegenden auf der Welt, das ist so kalt, wenn man nasse Wäsche raushängen würde, könnte man die dann auch zerschlagen, weil die so friert wie ein Brett. Ja, ich habe auch schon Bilder gesehen, die Leute hatten gefrorene Wimpern, weil es so kalt ist. Es ist perfekt. Es sind zwei Klebebänder, die füreinander gemacht sind. Is it cake? It is cake! Wirklich? Ich wollte einen Scherz machen. Ich dachte so, nee, das sieht doch so echt aus. Lecker. Aber auch traurig. Echt? Magst du lieber Burger als Cake? Nein, ich will das, was ich denke, was ich kriege. Dein Gehirn ist halt leicht in die Irre zu führen. Kunst. Hä, was ist das? So Bleiche oder so? Putzmittel. Schwarz. Und jetzt? Unterrinnen. Nee. Es ist wunderschön. Ja, richtig cool. Das müssen wir nachmachen. Entfernung von 20 Jahren. Puzzle. Da hat sich ganz schön was angesammelt. Man hört den Schal jetzt so, puh, endlich frei. Aber vielleicht sollte man den Schal auch mal waschen. So 20 Jahre. Glaubst du, der wurde mal gewaschen? Die logische Schlussfolgerung von diesem Video ist, wir gehen jetzt Pizza essen. Aber die Pizzeria ist gerade im Urlaub. Wie? Die können uns doch nicht im Stich lassen. Wie oft habt ihr wow gesagt? Lasst doch gerne einen Daumen nach unten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Habt ihr uns schon abonniert? Einfach auf Abonnieren klicken.